Highlights auf der diesjährigen SPS-Messe ist sicherlich das Thema virtuelle Inbetriebnahme. Virtuelle Inbetriebnahme, das bedeutet Maschinen zu validieren, zu optimieren und auch zu testen, und zwar alles in einer virtuellen Umgebung. Und ein Kunde, der das virtuelle Inbetriebnahme-Portfolio von Siemens schon sehr intensiv nutzt, ist Bausch und Ströbel. Marco, erzähl uns doch mal, warum setzt denn Bausch und Ströbel auf virtuelle Inbetriebnahme von Siemens? Der Kunde Bausch und Ströbel hat sich deshalb für Siemens entschieden, weil wir als einziger Lieferant das komplette Portfolio bieten, um die komplette Digitalisierungskette zu schließen. Das heißt, was wir hier sehen, ein Beispiel aus Hard- und Software ist der Beweis, dass der digitale Zwilling lebt. Und um den digitalen Zwilling zum Leben zu erwecken, bietet Siemens ein skalierbares Portfolio. Basis dafür ist der virtuelle Controller PLC Sim Advanced. PLC Sim Advanced ermöglicht es uns, die Funktionalitäten der SIMATIC S7-1500 Steuerungsfamilie umfassend zu testen. Möchten wir nun aber Maschinen virtuell in Betrieb nehmen, so brauchen wir noch eine Simulationssoftware für das mechatronische Konstrukt der Maschine. In unserem Fall machen wir das im NX Mechatronic Concept Designer. In Kombination mit PLC Sim Advanced bietet dies den idealen Einstieg in die Welt der virtuellen Betriebnahme ein. Nun gibt es aber auch Applikationen, bei denen wir komplexere Verhaltensmodelle benötigen. Dafür kann man noch die Simulationssoftware SIMIT nutzen. Die Kombination aus SIMIT und PLC Sim Advanced heißt bei uns SIMATIC Machine Simulator. Sie ermöglicht es uns, auch komplexere Modelle einfach nachzumodellieren. Somit, sehen Sie, bietet Siemens ein skalierbares Portfolio für alle Virtual Commissioning Anforderungen. Und das hilft Ihnen am Ende, zum einen Fehler zu reduzieren, Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen und natürlich auch die Risiken für die reale Inbetriebnahme zu senken.